Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Moon & Forest Podcast. Mein Name ist Alexandra, ich bin 46 Jahre alt. Ich lebe mit meinem Mann, meinen beiden Teenager-Söhnen und der Königin Katze Kaya in der Nähe von Stuttgart. Dies ist ein Handarbeitspodcast. Hier geht es hauptsächlich ums Stricken, ein bisschen ums Nähen, ums Wollefärben und um die Entstehung meines Handfärbe Online-Shops. Ja, ihr findet mich einmal auf Instagram unter Wool and Forest und natürlich bei Ravelry unter Alex und Wolle. So, als allererstes muss ich mich wieder mal, ja, auf alle Fälle für die ganz, 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 ganz vielen lieben Kommentare bedanken. Für die vielen, vielen Abonnenten. Es kommen ständig welche dazu. Ja. Also ich freue mich unheimlich, dass euch der Podcast so gut gefällt. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und wie gesagt, dass immer noch oder ja immer mehr Leute schreiben, dass sie gerne oder dass sie es interessant finden, wie dieser Shop entsteht. Ich sage ja, ich hätte es nie gedacht, aber es freut mich. Dann bin ich auf dem richtigen Weg, wenn ich euch darüber, ja, wenn ich euch darüber erzählen darf. So, ja, ich habe vorhin mal reingeschaut auf YouTube und habe gesehen, dass es 1500 Abonnenten sind mittlerweile. Wahnsinn, vielen, vielen Dank. Ich hatte ja eigentlich na, vor einer Woche, ja, vor einer Woche waren es 1000 Abonnenten. Ich habe mich riesig gefreut und habe gesagt, okay, ich muss jetzt ein Gewinnspiel machen im nächsten Podcast. Das habe ich auch vorbereitet. Das wird es dann aber am Ende dieses Videos geben. Jetzt sind wir halt schon bei 1500 Abonnenten. Ja, ich komme gar nicht mehr hinterher, aber ja, ich bin sprachlos, ich freue mich. Mich haben auch mittlerweile einige, also die liebe Steffi von Nadelgeklapper und mehr, die Ellie von Verstrickt und Zugenäht und die Jenny von J. Rush Design. Ich glaube, J. Rush Design heißt sie, erwähnt in ihrem Video. Und das ist so ein komisches Gefühl, wenn man sich selber im Fernsehen sieht. Also, es ist ja wie ein, also wenn ich YouTube-Videos schaue, ist es für mich wie Fernsehen schauen. Und ich hatte wirklich, also ich hatte wirklich Herzklopfen. Also mir hat das Herz bis hierhin geschlagen, geklopft. Und ich war, also das ist ein Gefühl, das kann man sich nicht, kann man nicht beschreiben. Es war total aufregend, es war wirklich überwältigend war das. Ja, vielen Dank fürs Erwähnen. Das freut mich natürlich, dass ihr auch andere darauf aufmerksam macht, dass es wieder einen neuen Podcaster gibt. Ich bin auch immer froh, wenn ich Empfehlungen für einen neuen Strick-Podcast bekomme. Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich liebe Strick-Podcasts. Es gibt nichts Schöneres, wie an einem verregneten Sonntag mit dem Strickzeug auf dem Sofa zu sitzen und stundenlang Strickpodcasts anzuschauen. Dann noch natürlich noch einen Keks oder zwei oder drei oder vier dazu und eine Tasse Kaffee oder einen Tee. Es gibt nichts Schöneres. Ja, also wie gesagt, Gewinnspiel für euch auf alle Fälle am Ende des Videos, wenn ihr noch so lange dranbleiben wollt. So, jetzt. Schau ich mal, ich schaue mal nach unten, weil ich nur mehr Notizen machen muss. Ich bin furchtbar vergesslich, furchtbar zurzeit sowieso sehr vergesslich. Ich habe wirklich gerade den Corona-Blues. Muss ich jetzt dazu sagen. Das heißt einfach, ich bin sehr lustlos zurzeit. Also sehr ja, niedergeschlagen würde ich nicht sagen, aber einfach lustlos. Ich bin genervt. Das Wetter nervt mich. Das kommt ja auch noch oben drauf und mir reicht es einfach. Ja. Zum Glück habe ich noch das Stricken. Sonst hätte ich, glaube ich, ich weiß es nicht, müsste man mich einliefern lassen. Ich weiß es nicht, aber es ist, ich glaube, so geht es vielen von euch. Also momentan bin ich durch. Zum Glück kann ich mich um den Job kümmern. Das lenkt mich ein bisschen ab. Naja, aber die Zahlen sinken ja. Es besteht Hoffnung. Und ich bin gestern zum zweiten Mal geimpft worden. Also ich kann mich ein Stück weit sicherer fühlen, sagen wir es mal so. So. Ja, übrigens, bevor ich anfange, ich vergesse es jedes Mal, ich habe es hier ganz
Neongrün aufgeschrieben. Das ist dieser Podcast oder beziehungsweise dies ist eine Dauerwerbesendung. Alles, was ich hier in die Kamera halte, ist von mir selber bezahlt. Ich habe nichts gesponsert bekommen. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich darüber spreche. Aber ich halte halt Marken und Designernamen in die Kamera oder spreche drüber. Deswegen kann das als Werbung aufgefasst werden. So, als allererstes, was trage ich heute? Jetzt muss ich bloß auf mein Mikrofon wieder aufpassen. Das letzte Mal hat es ja gerauscht. Ich weiß nicht, ob man es. Ich komme ein bisschen vor. Ich sitze auf einem IKEA-Hocker. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr kennt bestimmt, also die Kinder haben, kennen sicherlich den IKEA-Hocker, diesen Tritt für die Kinder, damit sie besser ans Waschbecken kommen. Und darauf sitze ich. Es könnte komische Geräusche geben. Ja, ich trage. Ich komme ein bisschen näher. Ich trage den Kuka-Cardigan von Rosa P. Ich versuche mal aufzustehen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich glaube, man sieht es, ja. Nur so gut es geht. Ja, Kuka-Cardigan von Rosa P. Die liebe Nico von Habt es fein. Sorry. Hat den ja auch gerade erst gestrickt. Ich weiß nicht, ob sie schon einen zweiten angestrickt hat. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber sie hat den, glaube ich, in einem hellen Grau gestrickt. Jetzt, wo ich ihn wieder trage, also ich habe den schon letztes Jahr im Sommer gestrickt gehabt. Ja. Und habe ihn immer wieder getragen. Und er ist einfach toll. Also der sitzt gut. Wir sind auch so. Ich glaube, hier sieht man es. Warte mal kurz. Raglan schrägen. Wird von oben nach unten gestrickt, hat unten, oh, ich hoffe, ich kann es zeigen, so ein kleines Muster. Sieht man das? So bobbeles Muster. Ja, herrlich. Leicht, ganz, ganz, ein ganz arges Leichtgewicht. Wie soll ich sagen? Das klingt jetzt so schwäbisch. Wobei ja viele gesagt haben, ich stürze nicht, aber ich weiß noch nicht, ob andere aus Norddeutschland mich verstehen. Und ob es manche Worte auch außerhalb vom Schwäbischen gibt. Also, auf ein neues. Das ist die Ecopuno von Lana Crossa. Und zwar die Ecopuno Print. Das sieht aus wie handgefärbt, finde ich. Also einfach schön in von einem schönen Grau. Jetzt muss ich gerade mal nach der Farbnummer schauen. Das ist die 105 Mittelgrau Bunt. Die Zusammensetzung wäre noch interessant. Und zwar, wo habe ich es aufgeschrieben? 72% Baumwolle, 17% Schurwolle und 11% Alpaka. Genau, da ist Alpaka drin. Stupft oder sticht nicht. Ich trage jetzt eh ein T-Shirt drunter. Also wie gesagt, die Jacke wiegt fast gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie viel Knäuel ich gebraucht habe. Weil das sind immer 50 Gramm Knäuel, 215 Meter auf 50 Gramm, Entschuldigung. Und ich habe das, meine ich, auch in meinem Ravelry-Account eingepflegt. Ich bin da ja immer ein bisschen schlampig, weil ich stricke die Knäuel, dann schmeiße ich die Banderolen weg und dann weiß ich nicht mehr, wie viel Knäuel ich gebraucht habe. Ich bin ganz ehrlich. Ja, also wie gesagt, ich liebe den Cardigan, der ist toll. Das Einzige, was ich daran nicht mag, nein, zwei Sachen, die ich daran nicht mag, aber da bin ich dran schuld, ist einmal, seht ihr das? Ja, die Ärmel sind zu kurz. Ich habe die Ärmel wieder zu kurz gestrickt. Das ist bei meinen ersten Oberteilen durchweg so gewesen. Ich vermute aus Ungeduld. Und ich habe nicht gedacht, na, das haben ja schon viele gesagt, dass wenn natürlich man den Arm beugt, und dieses Gestrick in die Breite gezogen wird, das natürlich sich verkürzt, nicht verlängert, verkürzt. Also hätte ich es wahrscheinlich schon auf die Länge so stricken müssen. Und dann dazu kam natürlich noch die Ungeduld. Das Zweite, was ich daran nicht so gerne mag, ist, dass es hinten ein bisschen höher, es sieht aus, als ob es hinten ein bisschen höher gehen würde als vorne, als ob das vorne so ein bisschen runterhängen würde. Ich denke, ich habe den Cardigan. Also ich könnte noch ein Stückchen länger stricken. Ein kleines Stückchen vielleicht auch. Oder ich mache es wie die Nico.
Beziehungsweise ich hätte es machen sollen, wie die Nico, hinten mit verkürzten Reihen arbeiten, dann wäre das hinten ein bisschen höher gekommen. Vielleicht wäre es dann angenehmer zu tragen. Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht so der Technikfreak beim Stricken. Ich bin froh, wenn ich die Anleitung verstehe und wenn ich es dann so nachstricken kann. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit der Farbe zufrieden. Ich mag, wie es sich anfühlt. Es ist weit genug übrigens Größe XL, also die größte Größe habe ich gestrickt. Das Einzige, gut, ja, was man auch noch sagen könnte, wobei es geht eigentlich, ist dieses, ich weiß nicht, ob man es sieht, nee, man sieht es nicht, ja, also es pilt ein bisschen. Die Ecopuno pilt ein bisschen, aber für das, wie oft ich dieses Teilchen getragen habe, tatsächlich wenig. Also es gibt schlimmere Wollen, denke ich, die mehr pillen, und dazu gibt es ja diese Fusselrasierer. Habe ich noch keinen, muss ich mir nur einen zulegen. Also absolute Empfehlung, der Kuka Cardigan von der Rosa P. ist eine Kaufanleitung auf Ravelry. Rosa P. hat aber auch eine eigene Homepage. Ich finde, die hat ganz tolle Sachen, ganz klassische, ganz schlichte Sachen. Ja, wird nicht mein einziges Teilchen sein, was ich von ihr stricke. Ich habe auch noch ein Tuch von ihr gestrickt. Ich mag ihre Anleitungen sehr gern, sind gut verständlich. Ja, und ich glaube, jetzt, wo ich das heute so getragen habe, ich glaube, ich brauche noch mal einen, vielleicht auch in dem gleichen Grau, oder was hat sie gehabt, die Nico? Das war so, glaube ich, so ein Ecru oder Creme oder Hellgrau. Ich glaube, ich brauche noch mal einen, weil gestrickt war er auch schnell und angenehm, zumal die Ecopuno recht dünn aussieht, ist aber, warte mal, ich komme ein bisschen näher, dann sieht man es vielleicht ein bisschen, wird gestrickt mit 4,5er Nadeln und ist doch recht schnell gestrickt. Also, ja, also ich mag es gern, ich bin begeistert. Deswegen kann es sein, dass ich da nochmal einen brauche, obwohl ich ja eigentlich so viele Wips habe. Darunter auch ein Cardigan, der bis zum Knie geht und den ich eigentlich weiter stricken soll, der aber keine Lust habe. So, ja, ihr kennt das Problem, gell? Ja, was habe ich dazu gesagt? Genau, Nadel 4,5, Lana Grossa Ecopuno. Genau, ich habe eigentlich alles gesagt, wie es aussieht. So, kommen wir schon zur ersten Kategorie, den Finished Objects. Entschuldigung, ich muss jetzt wirklich schon lachen. Ihr werdet es gleich sehen. Ich schäme mich ganz furchtbar, aber ich werde es euch natürlich trotzdem zeigen. Ich komme nicht drum rum. Entschuldigung, ihr werdet es gleich merken, was los ist. Also, ich habe beendet den Birds of a Feather von Andrea Murray. So, ich zeige ihn euch jetzt mal. Also, ich sage jetzt dazu, ich habe Design Features eingebaut. Nicht nur ein Design Feature. Zwei Design-Features. Aber, wie habe ich so schön auf Instagram gesagt, das gehört so. Also, man fängt unten an mit einem Elefantentanga. Einmal mit meiner selbst gefärbten Wolle. Das ist ein Single-Garn, 350 Meter auf 100 Gramm. Dann eine Mohair-Sektion von Langyarns, und zwar die Lace in einem Grau. Dann wieder Single, Mohair, dann würde eigentlich ein Lace-Teil kommen, also ein Lochmuster-Teil kommen. Das hat mir aber nicht gefallen. Ich mag nicht alle Lace-Muster und ich finde es einfach nervig zu stricken. Ich wollte einfach mein Gehirn ausschalten. Ich sage ja, ich habe den Corona-Blues und deswegen darf es nicht anstrengend sein. Ich will nicht abends auch noch hirnen müssen. So, dann genau, also immer abwechselnd, ne? Und dann würde in dem Schmalen wieder ein Lace-Teil kommen. Dann kommt man an eine Stelle und jetzt gibt es was zu lachen. Ich drehe es mal rum, dass ihr erkennt, was das Problem ist. Achtung. Das muss ich aber sehr, seht ihr es? Habt ihr es gesehen? Also, ohne Worte. Ich habe mir die Bilder angeguckt auf Ravelry. Na, habe ich gedacht, muss das so sein? Also ich meinte jetzt hier, wartet mal, das hier. Ja, muss das so sein? Sieht so komisch aus. Habe ich gedacht, das sieht doch komisch aus, oder? Also, dachte ich mal, also, hast du jetzt da wieder einen Fehler gemacht oder was?
Gut, ja, aber wie gesagt, das Lesen musste nicht gemacht und habe gedacht, okay, strickst dir halt kraus rechts weiter. Ja, kein Problem, gefällt mir halt besser. Aber irgendwie in irgendeiner Stelle hört man mit den Zunahmen auf. Ich weiß wirklich nicht, was ich für einen Fehler gemacht habe. Und das ist gerade ganz typisch für mich, wenn ich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, gestresst, psychisch gestresst bin. Corona Blues ist ein psychischer Stress, Entschuldigung. Dann bin ich sehr unkonzentriert, dann passieren natürlich noch mehr Fehler, wie ich sonst schon mache. Und ich habe wahrscheinlich irgendwie, ich hatte ja schon von Anfang an die Probleme mit dieser englischen Anleitung von der Andrea Murray. Ich weiß nicht warum, ich habe es ja schon am Anfang, na, ich habe ja 8-mal angefangen mit diesem kleinen Teilchen hier unten. Dann hatte ich doch euch damals gezeigt im ersten Podcast und habe es völlig falsch gestrickt. Dann habe ich es nochmal aufgemacht und also ich hatte von Anfang an nur Probleme und irgendwo ist mir dann wieder ein Fehler passiert. Also ich hänge das Ding jetzt erstmal sowieso um. Jetzt muss ich aufpassen, ich habe nicht viel Lipgloss drin, sonst habe ich Haare an den Lippen hängen. Könnte es fast nochmal rumwickeln können. Naja, vielleicht habe ich es doch zu lang gespannt. Also, ich weiß nicht. Also, ich habe auf den Bildern gesehen, ich sag's doch, jetzt habe ich da ein Haar hängen. Ja, das. Oh. So, also, sieht gut aus. Also, auf den Bildern habe ich gesehen, dass es wie so eine Art Spitze ist und nicht so ein komisches, weiß ich nicht was, ein Lappen. Ich habe jetzt nicht mehr in der Anleitung nachgeschaut, was ich für einen Fehler gemacht habe. Es ist mir zu anstrengend. Ich habe dann auch also ich habe ihn nicht gespannt, ich habe ihn ganz normal gebadet in Eucalan. Nee, nicht in Eucalan. Also es heißt nicht Eucalan, weil das mit diesem Jasminduft ist. Das mag ich sehr gerne. Das heißt irgendwie anders. Keine Ahnung. Ich habe es darin gebadet, dann habe ich es schön ins Handtuch eingewickelt und drauf rumgetrampelt bin ich dann auch noch, damit das Wasser, das Überschüssige raus gedrückt wird. Dann habe ich es einfach auf meinen Wäscheständer draufgelegt und ausgebreitet und fertig. Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, also ich gucke jetzt wirklich nach. Und dann habe ich gestern nachgeschaut und habe gedacht, oh je, oh je, oh je, oh je. Typisch. Also die Mädels vom Strickpodcast, Entschuldigung, warte mal kurz, müssen wir jetzt. Meine lieben Mitstrickfreundinnen vom Kirchheimer Stricktreff und auch meine zwei Strickfreundinnen, ihr wisst es, gell? Also ich glaube, ihr wisst es typisch ich. Also ich habe wieder mal was nicht richtig gelesen. Ich habe wieder irgendeinen Fehler gemacht, wahrscheinlich das englische Wort nicht richtig übersetzt. Ich weiß es nicht. Also irgendwas ist da schiefgelaufen. Jetzt hoffe ich, hört mein Mann nicht im Hintergrund telefonieren. Der telefoniert immer sehr gerne, sehr laut. Ich hoffe, sie hört mich. So. Ja, aber ich finde sie trotzdem gut aus. Also ich bin eigentlich trotzdem sehr zufrieden. Ach, das eine Design-Feature habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Also es gibt ja immer eine Mittelmasche. Wenn das nicht so rauscht. Also diese Mittelmasche hier, die ihr da seht, ist sowieso eine Naht. So eine ganz, ganz komische Mittelmasche. Ich weiß gar, also ja, die hier. Die habe ich gegen Ende irgendwann ignoriert. Ich habe es einfach vergessen. Ich habe immer munter, fröhlich die letzten Reihen kraus rechts gestrickt. Und habe gedacht, oh ja, das, ja. Ich bin einfach verpeilt. Also Menschen, die mich kennen, die mich auch schon lange kennen, so bin ich einfach. Also ich bin einfach total verpeilt teilweise. Und ja, ich nehme es mit Humor. Ich finde es trotzdem gut aus. Und das kehrt so, würde ich jetzt auf Schwäbisch sagen. Es muss so sein. Ja. Aber an sich ist das Tuch. Also es sticht nicht das Mohair, das Lang Lace scheint ähnlich angenehm zu sein wie das von Ito, das Ito Sensei Garn, auch das Mohair. Herrlich. Also wirklich auch am Hals hätte ich jetzt nicht gedacht, ich dachte, es gibt vielleicht eher Probleme. Klar, ich merke so ein bisschen ganz kleine, Mini-Mini-Stiche, kann man nicht sagen, aber, aber minimal. Also wirklich minimal und ich bin ja sehr, sehr empfindlich. Sehr angenehm bei den Temperaturen draußen kann man es ja immer wieder mal doch auch tragen. Das Wetter ist ja auch sowas.
Wie habe ich gesagt, gestern oder vorgestern, es 10 Minuten regnet, 10 Minuten Sonnenschein, 10 Minuten Regen, 10 Minuten Sonnenschein. Also hier in Süddeutschland, ich weiß nicht, wie es im Norden ist gerade, furchtbar. Einfach nur, also kaum hat man sich auf die Terrasse gesetzt, kann man wieder reingehen, weil es anfängt zu regnen. Aber trotzdem trage ich ja auch Tücher, vor allem wenn ich rausgehe, und das, ich merke schon, wie mich das wärmt, also schön extrem. Ja, genug gelacht. Zur Wolle. Gut, ich habe es ja schon gesagt, wie viel Meter, wie viel Lauflänge pro Meter, Entschuldigung, oh, furchtbar, ich gebraucht habe. Ich habe ein Knäuel, also einen Strang verbraucht, und ich würde sagen, 1,5 Stränge sind es schon. Ja, 1,5 Stränge. Vom Mohair Garn ein Knäuelchen mit 25 Gramm und ein halbes Knäuelchen, nicht mal, ein Viertelchen vielleicht. Also wirklich wenig Garnverbrauch für dieses Riesenbuch. Ich weiß nicht, ich habe es ja eigentlich schon gezeigt, wie groß es ist. Ich mache jetzt trotzdem nochmal runter. Erstmal wird es mir zu warm. Oh, Achtung, Mikrofon. Und ich weiß jetzt gar nicht, habt ihr jetzt die ganze Bandbreite gesehen vor lauter Lachen? Also es ist schon, das Ding ist schon riesig, gell? Also schon ordentlich, ordentlich groß, so wie ich es ja gerne mag, und ein Hauch von nichts am Hals und trotzdem schön warm. Die Farben gefallen mir auch ganz gut. Ich bin an sich zufrieden, bis auf dieses eine, ja, Design-Feature. So, ja, das war's schon mit der ersten Kategorie. Ich habe sonst nichts anderes fertig, denn ich habe wirklich nur an diesen hier gestrickt. Ach, das wollte ich noch sagen. Ja, ich habe ja euch das letzte Mal erzählt. Ja. Ich habe ja die Wolle nachbestellen müssen, also das Mohair nachbestellen müssen. Das kam dann auch, glaube ich, nach dem Wochenende. Und ich habe dann gesagt, ja, da sind es noch 2 Abende, weil ich nur noch 2 Sektionen zu stricken habe, und dann bin ich fertig. Genau. Also ich habe bis vorgestern Abend daran gestrickt. Also von wegen. 2 Abende war, nee. Also einmal war ich so wirklich kaputt an einem Abend. Ich war so kaputt, dass ich gar nichts stricken konnte. Also wenn es kommt vor, also ich habe Abende, wo ich wirklich nicht mal die Kraft habe zu stricken, weil es einfach ein anstrengender Tag war. Das kommt auch vor. Bis dann sollte ich immer aufpassen, okay, jetzt Notbremse ziehen, ein bisschen mehr auf dich achten, ein bisschen mehr Selbstfürsorge betreiben, und dann weiß ich immer Bescheid. Und das war jetzt letzte Woche, vergangene Woche so. Und dann habe ich halt mal nicht gestrickt, ja, oder eben nicht viel geschafft. Ich bin einmal, glaube ich, um 9:30 abends ins Bett und habe bis zum nächsten Morgen um 10 geschlafen. Ich musste morgens nicht arbeiten, sondern erst ab 12. Und ich habe den Schlaf gebraucht. Ja, keine Ahnung, ich bin gerade nicht sonderlich angestrengt, aber ich sag ja, Corona bloß. So. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Kommen wir noch zur zweiten Kategorie. Ich würde sagen, zu den Works in Progress. So, an was arbeite ich? Ich arbeite gerade nur an einem Teil. Das zweite habe ich euch ja schon gezeigt. Das ist ja dieser Tuscha, dieses Zwischending Tuscha, das ich letztes Mal schon gezeigt habe. Ich habe nicht weiter gestrickt. Ich habe jetzt wirklich nur an dem Birds Over Feather weiter gestrickt und an dem Teil, das ich euch jetzt zeige. Das habe ich aber euch auch schon letzte Woche gezeigt. Aber ich kann mal zeigen, wie weit ich gekommen bin. So, wieder. Verenas Tasche von Voluminös. Ich zeige es jetzt nochmal. Auf Etsy zu finden. Ich verlinke es natürlich. Support ist kein Mord. So, und zwar das Sommer Ella Top von Lene Holme Samsö. Ich kann es schon auswendig. Ja, das letzte Mal war ich ganz hier am Anfang. Ich habe jetzt keinen Progress Keeper habe ich jetzt nicht. Ich hab die Dinger nicht. Ich habe nur Maschenmarkierer. Ich glaube, ich war bis hier hingekommen, also von hier bis hier. So, dann habe ich, muss ich euch dazu erzählen, ich habe dann 2 Nächte, also 2 Abende bis morgens um 2 Uhr gestrickt. Einmal bis 3 Uhr, nee, bis 2 Uhr. Beide Male bis 2 Uhr gestrickt, Netflix geguckt. Ich konnte nicht aufhören. Bei dem einen Mal habe ich bis 2 Uhr gestrickt und habe das komplette Lace-Teil fertig gemacht. Also die ganze Lace-Sektion hier oben, der Yoke,
Ich konnte nicht aufhören. Ich wollte dieses schöne Darlehenmuster einfach fertig haben. Und ich habe das bis 2 Uhr gestrickt. Ich war völlig fertig. Ich bin dann ins Bett. Aber es musste sein. Ich konnte nicht aufhören. Also dieses Sommerella, auch wie das andere Design von der Lene Holme, Lenit heißt sie, glaube ich, auch noch, Ravelry. Die Dindalia-Sweater strickt sich genauso angenehm. Das Malienmuster ist einfach einprägsam. Es ist nicht schwer. Selbst wenn man Konzentrationsprobleme hat, lässt es sich super stricken. Und dann natürlich die Wollstärke, also auch mit Nadelstärke 4,5 gestrickt. Das ist eine Baumwolle, hab ja schon gesagt, ich erkläre es nochmal. Und zwar von Zitron, die echt 100% Baumwolle in einem Nachtblau. Ist das, glaube ich, jetzt, ja, ich habe heute das künstliche Licht an. Ich gucke jetzt gerade, ob muss, ja, also ganz dunkles, ja, wirklich dunkles Nachtblau. Ja, wie gesagt, ich bin hier unten angekommen. Ich habe die Ärmel schon abtrennen können. Ich hatte natürlich auch hier Design-Features eingebaut. Ja, logisch. Also es gibt wirklich kein einziges Strickteil ohne Design-Features bei mir. Ich mache immer irgendeinen Fehler. Immer. Immer. Und da ist es jetzt so gewesen, dass die, also nee, das stimmt ja gar nicht. Ich bin gar nicht schuld. Ich bin nicht schuld. Diesmal bin ich nicht schuld gewesen. Die Anleitung hat irgendeinen Fehler drin. Die Maschenzahl hat nicht gestimmt. Da habe ich gedacht, hey, also sie gibt mir viel geringere Maschenzahl an, aber die Einteilung, also wie viel Ärmelmaschen und wie viel Bodymaschen man praktisch, wenn man die Ärmel abtrennt, voneinander trennen soll oder wie sagt man? Ihr wisst, was ich meine. Wenn man das zusammengezählt hat, haben wir auch viel, viel mehr Maschen, wie sie eigentlich angibt, dass man Maschen haben sollte. Also, dann habe ich gedacht, hä? Dann habe ich gedacht, also, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Dann habe ich, was sind wie oft diese wirklich über 300 Maschen oder 400 Maschen, wie oft habe ich das gezählt und gezählt und habe dann gemerkt, dass es an der Anleitung liegt. Also, ich hoffe, dass es nur passt. Das ist die Größe XL, in der ich das stricke, aber es sieht aus, als ob mir das passen könnte, ja. Ich bin mal gespannt. Ja, herrlich. Also ich stricke es unheimlich gern, vor allem jetzt momentan in Runden, wirklich glatt rechts. Oh, und das strickt nicht so angenehm, obwohl es Baumwolle ist, stricke ich das. Das ist so ein, wie Meditation, so ein Flow. Also herrlich. Nicht nachdenken, stricken, stricken, stricken. Genau das Richtige für mich. Also momentan. Ich mag das nicht immer, aber momentan ist es angenehm. Ja. Nadelstärke 4,5, Jargonnadeln, die ich sehr gerne mag, auch bei den Baumwollgarn. Ich zeige euch vielleicht noch kurz. Kurz. Die Wolle habt ihr auch schon gesehen. Die Anleitung, auch eine Kaufanleitung von Lenit. Ich zeige euch nur kurz hier. Ja, der Rest habt ihr ja gesehen. Also beim letzten Mal. Wenn nicht, schaltet einfach bei Folge 2 ein. Ja. Das war's schon zu dem. Ich werde dann auf alle Fälle weiter stricken, weil der mir gerade so viel Freude macht. Außerdem soll es ja hoffentlich, irgendwann soll ja der Sommer kommen, hoffentlich. Oder der Frühling haben wir ja komplett übersprungen, meiner Meinung nach. Deshalb brauche was Kurzärmeliges. Ja, habe ich gerade irgendwie zu wenig. Vor allem gestrickte Sachen habe ich. Ich habe zwar ein paar, aber ich trage sie nicht gern, weil sie einfach nicht zu kurz. Ja, die sind alle zu kurz geworden und jetzt fange ich ja an, meine Sachen ein bisschen länger zu stricken, weil ich es auch gelernt habe, du brauchst einfach Geduld, damit die Sachen nachher richtig passen, weil sonst trägt man sie einfach nicht. So, ja, das war's schon. Die Kategorie Works in Progress, wie gesagt, momentan das Einzige, an dem ich gerade arbeite, an den anderen Sachen, ja. Ich gebe dem gerade nach dem Gefühl, ich stricke gerade das, worauf ich Lust habe. Es ist einfach so. So, und dann aber komme ich zu einer anderen Kategorie, nämlich der dritten Kategorie. Was möchte ich denn gern anschlagen? Und da will ich jetzt gleich mal darauf hinweisen, denn letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr wann, habe ich mit meinen Strickfreundinnen geschrieben. Wir schreiben uns jeden Tag auf WhatsApp, ist einfach so ständig. Und dann kam so, ah, du hast mich in deinem Podcast angesteckt. Ich würde gerne nochmal einen Tuscha stricken. Und dann die andere Strickfrau, Sabine, also erst Verena. Und dann Sabine, ja, oh ja, ich glaube, ich brauche auch nochmal einen. Sie hat schon drei, aber sie braucht nochmal einen. Und dann habe ich, und dann sagt, nee, und dann sagt Verena, schreibt so, wir sollten einen Call veranstalten. Die Welt braucht mehr Tuschas-Call.
Und dann war das, glaube ich, spät am Abend, da habe ich nur geschrieben, machen wir. Und ich habe gesagt, okay, also ich habe das dann ernst gemeint, ich habe noch nie bei einem Call mitgestrickt, weil ich mich nicht unter Druck setzen möchte und irgendwie hat es bisher nicht gepasst. Aber gut, es soll ja auch, also es soll auch kein Druck aufgebaut werden im Endeffekt. Natürlich haben wir so einen Zeitplan gesetzt oder einen Zeitplan erstellt, aber ganz ehrlich, wenn es länger dauert, dauert es länger. Also was soll das? Das sind wir jetzt nicht so. So, dann haben wir gesagt, okay, letzte Woche, dann diese Woche haben wir auf Instagram die Ankündigung gemacht. Also dieser Call findet komplett über Instagram statt. Ich habe auch schon gesagt, es gibt bestimmt einige Zuschauer, die kein Instagram haben. Aber wir müssen es auf Instagram erstmal begrenzen, weil es dann womöglich noch ein Chaos gibt und da sind wir ein bisschen vorsichtig. Deswegen haben wir gesagt, dieser Call findet komplett über Instagram statt. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, schaut auf Instagram unter Woolen Forest und Voluminös bei der Verena vorbei. Wir starten, also wir haben gesagt, die Welt braucht mehr Tushas. Und dann haben wir gesagt, okay, wir stricken, egal welchen Tusha. Also ich muss sagen, der Tusha oder der Tusha, Hashtag Tusha 1, ist von der Designerin Monika Kaulen. Das sind kostenlose Anleitungen, die gibt es im Purl and Knit Shop von der Anike. Ich habe dann die Anike gefragt, ob sie damit einverstanden wäre, dass man diesen Call veranstaltet. Ja, ohne dass jetzt sie irgendwie was mitsponsert mit Wolle, wenn sie will, darf sie natürlich auch, aber es kam bisher da noch nichts. Aber wie gesagt, man lädt ja bei ihr auf der Seite die Anleitungen runter, die aber kostenlos sind. Und ob sie damit einverstanden ist, ich wollte sie nicht einfach übergehen. Ich dachte, ich frage lieber, ich möchte jetzt keinen Ärger haben in der Community. So, wie gesagt, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Tushas, Tücher von der Monika Kaulen, eine ganz tolle Konstruktion. Das habe ich ja letzte Woche auch schon gezeigt. Meinen Tusha, ich habe ja nur einen, den ich unheimlich gern trage. Den trage ich immer eigentlich. Und ja, wir haben dann diese Woche gepostet, dass wir einen Call veranstalten wollen und dass ihr, also der Aufruf, dass ihr gerne mitmachen dürft. Und zwar würde der Call stattfinden vom 6.6. an, würden wir starten, das ist ein Sonntag. Und der würde dann gehen bis 8.8. Kann man sich am besten merken. Ja, und macht doch gerne mit. Man braucht zwei Stränge Wolle. Zwei verschiedenfarbig, man kann es auch einfarbig machen natürlich, aber interessanter ist es natürlich mit zwei Strängen, man kann es auch mit vier Strängen machen, man kann auch faden, man kann machen, was man will. Man kann sich einen Tuscher aussuchen. Ich habe jetzt einen indirekten Tuscher rausgesucht, also ich stricke den Nöpfe von Monika Kaulen, also ich sage Tuscher Nöpfe, es sieht aus wie ein Tuscher, heißt aber Nöpfe, weil das Tuch Bobbel hat. Bobbel. Versteht man auch im Norddeutschen, oder? Bobbel. Also, Bobbel. Ich weiß nicht, wie man. Also, Bobbel. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, Bobbel. Also, der hat am Anfang und am Ende lauter so kleine Böbbelchen und auch mit zwei Farben gestrickt. Und ich liebe Bobbel. Ähnlich wie Streifen, deswegen muss ich den haben. Ja, wie gesagt, macht gerne mit, wenn ihr eine Wollauswahl habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr Bilder postet auf Instagram über eure Wollauswahl, Garnauswahl und uns verlinkt, Voluminös und Woolen Forest. Ich poste dann gerne die Bilder in meiner Story. Und am Schluss wird es dann auch noch was zu gewinnen geben, selbstverständlich, so wie sich das gehört. Da konnte ich die Yvonne von Rosy Garn mit einspannen. Die würde wahrscheinlich, nein, wahrscheinlich, sie wird auch was dazu beitragen zum Gewinn. Ich würde auch was färben. Bei mir wird es dann auch Wolle zum Gewinnen geben. Und die Verena würde eine Tasche sponsern. Wie genau, was genau, wird noch bekannt gegeben. Aber wie gesagt, alles über Instagram. So. Habe ich jetzt alles gesagt? Ja, macht mit. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Das ist also genau dasselbe wie mit dem erwähnt werdenden Video. So aufregend, wenn man auf Instagram plötzlich ja voluminös veranstaltet mit Woolen Forest einen Call und man hat also ja und man liest überall seinen Namen und so. Boah, ich bin berühmt.
Also nicht, dass ich da jetzt geil drauf wäre. Ups, böses Wort, ja, ist so. Nein, aber es ist so plötzlich, ja, plötzlich spricht jeder darüber oder viele sprechen darüber, was man veranstaltet und machen mit. Und es ist also, ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, wie ein ganz, ganz großes Stricktreffen und schön. Gerade in dieser blöden Zeit gerade, die man einfach hat, die wir hier haben, überall auf der Welt zum Glück. Ja, deswegen macht gerne mit, wie gesagt, 6.6. bis 8.8. Stricken wir gemeinsam und ich bin auf eure Bilder gespannt. Alles Weitere wird es, wie gesagt, bei Instagram geben. Bleibt einfach dran, schaut euch an. Wir posten dann was, sobald auch die Gewinne feststehen. Ja, das war's zu dem Tuscha. Nein, war es nicht. Entschuldigung, zu dem Tuschakal. Seht es mir nach. Furchtbar. Echt schlimm. Ich wollte nicht nur die Wolle zeigen, mit der ich diesen Tuscha oder Nöpfe stricke. Ich finde es so herrlich. Nöpfe. Ich sage ja, also die Monika Kaun hat tolle Anleitungen. Die Tücher sind sehr angenehm zu tragen. Diese Dreieckstücher stören mich oft oder sind einfach zu klein oder ja. Also, ich stricke in für mich ungewöhnlichen Farben. Boah, also setzt euch eine Sonnenbrille auf. Echt. Also, ihr müsst euch eine Sonnenbrille aufsetzen. Ja, also, wartet mal. Also, na, also Wahnsinn, oder? Also, das ist die Farbe Silber von der Yvonne, also von Rosy Yarn oder Rosy Garn. Sie kommt aus Aalen übrigens. Ich habe da ganz in der Nähe gewohnt, also wir sind eigentlich fast Nachbarn gewesen. Eine ganz, ganz liebe Handfärberin. Einmal das Silber. Das ist eine Cozy Deluxe Sock. 85% Sturwolle, Merino extra fein, 15% Nylon, 400 Meter Lauflänge auf 100 Gramm. Und die zweite Farbe, der Brüller Flamingo. Oh mein Gott. Also die knallt ungewöhnlich für mich. Also ich habe auch fast ein bisschen Angst, wie das wohl nachher rauskommt, aber ich glaube, das kommt gut. Vor allem, wenn man irgendwas Gedecktes anhat oder so. Toll, toll, toll. Ich bin ja nicht so der rosa Färber. Ihr werdet es nachher sehen. Ich bin nicht so dieses, ich weiß es nicht, ich krieg das nicht, also ich färbe anders, es ist einfach so. Deswegen unterstütze ich die Yvonne unheimlich gerne. Sie hat mir auch ganz, ganz viel weitergeholfen. Über Instagram haben wir uns unterhalten, über die Geschichte mit der Shop-Entstehung und eine ganz liebe. Also ich kann sie nur, ja, kauft bei ihr ein, unterstützt sie. Eine ganz, ganz liebe, sie hat auch einen YouTube-Kanal. Sie stellt da ihre Wolle vor, die sie gefärbt hat. Und sie verpackt liebevoll. Es war übrigens meine erste Bestellung. Ja, leider bisher. Wie gesagt, das sind nicht so meine Farben. Also das hier nicht so eigentlich, aber ich traue mich jetzt langsam. Ich will nicht immer nur diese dunklen Farben tragen. Und grau, ich liebe grau. Ja. Wenn sie ein Paket verschickt, das ist ein Erlebnis. Also erstens mal bekommt man, ist die Wolle in so einer Projekttasche drin, so einer Tüte. Dann hier fallen mir schon die Rosenblüten raus. Sie hat getrocknete Rosenblüten drin. Ein Tee ist drin. Ganz, ganz viele Karten. Dann ein Rabattgutschein. Und also schön, wirklich schön verpackt. Selbst die Außenverpackung. Also erstens mal sind es Papiertüten und zwar von der Biobiene. Die Biobiene macht umweltfreundliche Verpackungen, also kein Plastik. Und dann hat sie hier noch was draufgeschrieben, voll süß. Für dich Post aus dem Rosie Cottage. Und es war am nächsten Tag da, gell? Also Wahnsinn. Gut, kommt mal auf die Post drauf an. Aber wirklich, es ging ratzefatz. Und ich finde es toll mit diesen Papiertüten. Ich muss nur schauen, weil wenn man wirklich nur ein oder zwei Stränge versendet, ich habe nur, also jetzt für meinen Shop, nur Kartons gefunden, die doch recht groß sind. Also es gibt halt einfach keine Maxi-Briefkartons, die so groß wären, dass ein oder zwei Stränge reinpassen. Und da habe ich überlegt, ob ich auch Plastiktüten nehmen soll, aber das will ich nicht. Ja, und jetzt habe ich bei ihr das gesehen, dann dachte ich, Mensch, eine gute Idee, dann halt eben sowas. Ich hatte nur Bedenken, dass das reißen könnte oder so, aber nee, gar nichts. Also
Das ist eine gute Alternative, um einfach nicht in einem großen Karton versenden zu müssen. Ja, herrlich. Also das mit diesen Nöpfen. Ich habe jetzt natürlich nicht nach dem Bild von dem Nöpfe geschaut. Das heißt, ich muss es beim letzten Mal wieder so machen, dass ich es diesmal hier einblende, wie das Nöpfe aussieht. Wie gesagt, ihr findet alles bei Pearl & Knit in ihrem Online-Shop für also kostenlos. Könnt es runterladen, Warenkorb tun, runterladen dann und ja, funktioniert reibungslos. Sind sehr einfache Anleitungen, gut verständlich und machen unheimlich Spaß. Also ich kann es jedem nur empfehlen und wie gesagt, ich hätte das nie gedacht. Ich dachte immer, dass die Dreieckstücher meine Lieblingstücher sind, aber seitdem ich diesen Tuscha trage, ist es nicht so, dass es der Tuscha ist. Wie gesagt, im Winter voluminös, klar, da stört es mich. Hier geht es einfach darum, warm eingepackt zu sein. Aber jetzt im Frühling ist es angenehm. Das Ding kann ich immer tragen. Ja, so, ich habe schon wieder irgendwie sinnlos geschwallt. So, ach, das will ich euch aber nur kurz zeigen. Ich weiß, das nervt teilweise, aber das muss ich euch zeigen, weil das letzte Mal hat nämlich eine Zuschauerin, die liebe Verena von Voluminös, auf diese Tasche hier angesprochen. Das ist die neueste Tasche, die ich bei Verena bestellt habe. Ist aber auch schon ein halbes Jahr her. Und ich finde, das ist wirklich die allerallerschönste, die ich bisher von ihr hatte. Also es sind ja alle schön, aber die ist die schönste. Und eine, wie gesagt, da warte ich noch auf den Stoff, dass sie den Stoff bekommt. Die muss ich auch noch haben. Aber toll, ja, passt super zu Woolen Forest, gell? Oh, so schön mit den Rehen und so. Mir stehen ja auch immer Rehe im Garten, weil wir ja keine Zäune haben. Ah, toll, oder? Und dann hat sie innen. Innen ist es nur in Anführungsstriche mit einem cremefarbenen, dickeren Stoff versehen, aber sie hat auch natürlich wieder das Fach das Fach für die Einleitungen mit dieser tollen Ziernaht. Ich finde es einfach, also ja, ich finde es einfach als aber liebevoll gemacht. Und ich mag auch die Taschen mit dem Gürtelband, habe ich ja schon gesagt. Ja, das Projekt, das hier drin ist, ist einfach nur ein. Nur die Wolle, die ich bestellt habe vor ein paar Monaten, weil ich ein Polunder, wie man früher gesagt hat, ein Polunder stricken möchte, wollte. Sleepover heißt jetzt. Aber ich habe keinen Bock. Also diese ganz dicke Wolle, ich glaube Chunky Wool oder so, habe ich jetzt einfach keine Lust drauf. Und deswegen ist die da zwar schon in der Tasche drin, aber ich denke, ich werde sie in meinen Stash verräumen und dann halt vielleicht nächsten Herbst oder so stricken. Ja. So. Was wollte ich jetzt noch? Ach so. Ja, ich habe nichts genäht, deswegen wird es diese Kategorie diese Woche nicht geben. Ich habe mich immer noch nicht dazu durchringen können zu nähen. Irgendwie, ja, mein Nähmojo ist gerade weg. So, dann kommen wir schon zur letzten Kategorie und zwar meiner Shop-Entstehung von dem Woolen Forest Handfärbeshop. Ja. Ich habe es auf Instagram schon gesagt, aber wie gesagt, viele sind ja nicht bei Instagram und wissen es deshalb nicht. Und ich werde da nochmal einige Sachen erzählen, wie es gerade aussieht, wie weit gerade die Shop-Entstehung ist. Manche Dinge nenne ich hier nicht, weil ich sie einfach vergessen habe zu sagen, weil es doch so viele Kleinigkeiten gibt, die man beachten muss. Aber ich habe es natürlich trotzdem im Hinterkopf. Es gibt da ein, zwei Sachen, oder die gehen einem raus und da werde ich darauf hingewiesen. Ja, aber wie gesagt, meistens ist es so, dass ich einfach jetzt nicht drin, auch nicht auf die Kleinigkeiten eingehe, aber so auf das Wichtigste. So, also wir haben diese Woche, ein letztes Wochenende, um genau zu sein, mein Sekretär, ich habe nämlich einen Sekretär, meinen Angestellten, und zwar noch nicht mal den Shop eröffnet, aber schon Angestellten, und zwar mein Mann. Also Spaß beiseite. Mein Mann hat gesagt, pass auf, ich unterstütze dich. Und ich helfe dir ein bisschen mit den Finanzsachen, ich helfe dir ein bisschen mit dem ganzen Bürokram, weil er da besseres Verständnis hat. Mein Mann ist ist Ingenieur, Maschinenbauer, ja, und hat da eher, ja, ja, was soll ich sagen, hat eher ein Händchen da dafür. Wir haben auch Bekannte, die ein Unternehmen haben oder beziehungsweise, das klingt jetzt so, nein, die selbstständig sind und die da so ein bisschen auch unterstützen können und die so ein bisschen Tipps geben können. Oder er hat Kumpels und dann fragt er halt nach, ja. Aber er hat ein bisschen besseres Verständnis für Zahlen, wo wir wieder bei dem Thema sind, ich und Mathematik.
Und Thema Finanzamt, ja, Leute, ist auch nicht meine Stärke. Gut, ich kämpfe mich durch, aber er unterstützt mich. Da bin ich sehr froh. Ich würde es auch alleine hinkriegen, natürlich. Aber er hat gesagt, komm, ich unterstütze dich. Du hast aber den Hauptjob, der einfach gerade anstrengend ist, weil wir Personalverschiebungen haben. Das nennt sich so nett, ja, bei der Stadt Umsetzungen nennt sich das. Umsetzungen. Versetzungen von anderen, von Mitarbeitern, von Teammitgliedern und so. Und naja, und ab, wie ich heute erfahren habe, hat unser Kultusministerium heute Nacht beschlossen und versendet an die Schulen, dass wir nach den Pfingstferien keinen Wechselunterricht haben, sondern wieder alle Schulen komplett öffnen. Und das heißt von 0 auf 100, also von 30 Schülern Notbetreuung auf 400 Schüler. Und da gibt es natürlich auch Dienstpläne zu machen und so weiter. Und das war gerade sehr viel. Und deswegen war ich ganz froh, dass er sich um so Gedöns wie Finanzamt Fragebogen ausfüllen gekümmert hat. Weil das war tatsächlich so, ich habe meinen Gewerbeschein ja erhalten. Und ich habe mich über ein paar Dinge gewundert. Und zwar steht in dem Gewerbeschein nicht der Firmenname drin. Und ich dachte, hä, haben die das vergessen? Hat mein Mann angerufen, weil er Homeoffice hatte und hat dann in der Pause angerufen dort. Und dann, nein, das ist so bei so Kleingewerben, bei so Kleingewerbe. Da wird nicht der Firmenname eingetragen. Ja, frag mich nicht warum. Also, ja. Und dann hatten wir ja diesen Elsterzugang erhalten und dann war ein Fragebogen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Fragebogen heißt. Den muss man ausfüllen. Jetzt hat dann mein Mann beim Finanzamt angerufen und dann haben die gesagt, nee, das hätten wir gar nicht ausfüllen müssen. Also es war so ein Hin und ein Her. Ich habe es nicht kapiert. Wir haben ihn trotzdem ausgefüllt. Im Endeffekt muss man das auch tun und also, da stehen ja so Dinge drin, wie viel Umsatz wird man geschätzt haben, also wie so ein Businessplan halt, ja. Wie viel werde ich im ersten Jahr umsetzen, im zweiten Jahr, wie viel habe ich in meinem Leben, wie viel verdiene ich in meinem Hauptjob, solche Dinge. Das haben wir gemacht, dann wird das jetzt wohl, also ich bin heute angerufen worden vom Finanzamt, das wird jetzt gerade bearbeitet, dann hätte man da noch den Gewerbeschein mit hinschicken sollen, eine Kopie des Gewerbescheins. Ganz ehrlich, Leute, also ich weiß nicht, gut, mein Mann hat es gemacht, ja. Aber ich bin der Meinung, es stand nirgends dran, dass man das tun muss. Es war jetzt wieder so, also uneindeutig, ja. Also ich erwarte eigentlich, okay, Gewerbeschein, was muss ich tun? Das und das muss ich jetzt tun. Kommt aber nicht. Ja, gut, ist halt so. Ja, jeder ist für sich selber verantwortlich. So, dann hat es geheißen vom Finanzamt, bis ich meine, nee, eine Steuernummer kriege ich nicht. Genau, das war nämlich das. Sie prüfen, ob ich eine eigene Steuernummer bekomme für die Firma. Oder ob ich meine private Steuernummer, ob das ausreicht zum Bestellen. So habe ich es jetzt verstanden. Das dauert, aber jetzt ist das alles durch, ist 4 bis 8 Wochen, haben sie gesagt. Genau. Also jetzt nicht irgendwie, an Gottes Willen, schreibt mir jetzt nicht in die Kommentare, nee, das ist doch ganz anders. Also wir haben das schon alles richtig gemacht, nur wie gesagt, ich habe da jetzt gar keinen Einblick gehabt. Das hat, mein Mann hat das meiste ausgefüllt und ich habe da nur kurz drüber geschaut, aber ich hatte da keinen Kopf dazu. Also diese Woche. Deswegen kann ich es nicht ganz genau wiedergeben, was jetzt mit diesem Fragebogen war. Also nagelt mich nicht darauf fest. Ja, dann haben wir ganz wichtig die EORI-Nummer beantragt. Das ist ja diese Zollnummer, die man beantragen sollte oder muss, wenn man ja aus wie Drittländern. Drittländer nennt sich es, glaube ich, also aus Großbritannien Wolle bestellen möchte oder irgendwas bestellen möchte, also egal Wolle oder andere Dinge, dann wird es wohl angeblich beim Zoll schneller gehen. Haben ja auch viele natürlich bestätigt, dass das so ist. Das ist einmal also zu beantragen im Zoll in Dresden. Geht auch alles online. Ist auch irgendwie verknüpft mit dem Finanzamt. Funktioniert auch alles wohl. Hat auch mein Mann gemacht übrigens. Und auch das haben sie gesagt, dauert 4 bis 8 Wochen, bis die CEORI-Nummer da ist. Das heißt jetzt für mich, ich kann jetzt die nächsten 4 bis 8 Wochen keine Wolle kaufen. Also ich kann kein Garn aus England bestellen. Das geht nicht. Ja, super. Und ich habe es schon auf Instagram gesagt. Ja, ich dachte, hallo, du entscheidest dich, du machst jetzt einen Shop, du machst dich selbstständig und dann geht es. Und ein, zwei Monate später hast du deinen Shop eröffnet. Nee, also so schnell geht es dann doch nicht. Ja gut, was soll man sagen? Die Mühlen mahlen langsam. Ich müsste es eigentlich besser wissen. Ich arbeite bei der Stadt, ja, aber ich arbeite auch seit 2 Jahren bei der Stadt, naja, 1,5 Jahre.
Ich bin immer noch überrascht, wie lange etwas dauert, wie viele Anträge man stellen muss, wo man dann wieder, nein, dafür bin ich nicht zuständig, dann muss man da wieder nachfragen. Gerade Thema bei uns im Sandkasten, den wir bekommen sollen. Und das ist einfach, ja, so kenne ich das nicht. Ich habe ja vorher in der freien Wirtschaft gearbeitet. Also ich bin Erzieherin zwar, habe das gelernt ganz normal, habe dann aber zwischendrin eine Pause gemacht von diesem Beruf und habe dann in der freien Wirtschaft gearbeitet, im Einzelhandel. Und da kennt man das so nicht, dass es so lang dauert und alles so langwierig ist und so. Deswegen muss ich mich immer noch daran gewöhnen, wie lange das dauert. Aber ist okay. Wie gesagt, ist ja gerade sowieso im Hauptjob einiges an Veränderungen. Ja, ob ich jetzt den Shop diesen Monat aufmache oder erst in 3 Monaten. Ich habe es ja nicht eilig. Also ich mache es ja, weil ich Spaß dran haben möchte und weil ich, ja, weil es ein Herzenswunsch ist. So, ja, genau, dann hatte ich, habe ich das gesagt im letzten Podcast? Ja, ich glaube, also dass ich ein Geschäfts, genau, das habe ich gesagt, weil die Annike hat mich angeschrieben, ja. Also ich habe einen Termin bei der Bank ausgemacht, und zwar bei meiner Hausbank, weil ich ein Geschäftskonto öffnen möchte. Ich habe nachgelesen, die Annike hat zwar was anderes gesagt, aber ich habe nachgelesen, dass man dazu nicht verpflichtet wäre. Aber man könnte jetzt auch ein Konto eröffnen, also ein privates Konto eröffnen bei irgendeiner Bank. Aber wenn man viele, wie soll ich sagen, wenn man ein, zwei Sachen verkauft im Jahr, macht die Bank kein Theater. Normalerweise sieht das die Bank nicht gerne, wenn man mehrere Umsätze hat oder viele Kontobewegungen hat, dann weisen sie einen darauf hin, dass man ein Geschäftskonto abschließen soll. Das kostet natürlich mehr wie das normale private Konto. Und das steht wohl auch in den, also wenn man irgendwie mal ein Konto eröffnet hat, steht es auch im Kleingedruckten mit drin, dass das eben dann verpflichtend ist, ein Geschäftskonto zu eröffnen. So, also ich habe den Termin aus Versehen wirklich verschwitzt bei meiner Hausbank. Der wäre am Montag gewesen. Den wollte ich eigentlich absagen. Ich dachte, der ist heute. Nein, der war schon am Montag. Ich hatte mich aber sowieso jetzt diese Woche dann entschlossen, zu einer anderen Bank zu gehen, weil meine Hausbank schlicht und ergreifend zu teuer ist. Also ich muss für jede Kontobewegung 1, 2 Euro bezahlen und da kommen Summen zusammen, da kann ich nicht damit kalkulieren. Beziehungsweise das ist nicht so ein großes Risiko und deswegen habe ich gesagt, okay, es gibt auch andere Banken, wo man dann wie so eine Art Flatrate bezahlt in pro Monat und dann eben gewisse Kontobewegungen mit integriert sind. Ja, dann habe ich eine Böppinger Bank gefunden, sogar ansässig hier und am Montag, nee, Montag nicht, Montag ist Pfingsten. Am Dienstag habe ich einen Termin um 15 Uhr und unterschreibe die ganzen Geschichten, es wurde alles vorbereitet und damit ist mein Konto eröffnet, sozusagen. Ja, da bin ich ganz froh drum, weil dann kann ich wirklich anfangen jetzt. Das heißt jetzt für mich wirklich Materialien einkaufen. Also wolle natürlich nicht, aber wie gesagt, ich brauche noch Farben von der Webetante zum Beispiel. Das habe ich gestern bemerkt, als ich gefärbt habe. Ja, dringend. Nicht, weil sie aussehen, nein, weil ich natürlich noch andere Farben brauche. Ja, was ich dringend brauche, sind die Induktionskochplatten. Also es sind so einzelne Kochplatten, auf denen man färbt. Manche färben ja in so einem, wie so einem Konvektomat, nennt sich das, glaube ich, in dem Gastrobereich. Also manche Amerikaner habe ich schon gesehen oder amerikanische Handfärberinnen. Die färben in einem, wie so einem großen Dampfgarer. Das ist ein Riesenschrank, in dem diese Gastrobehälter hineinkommen und wird dann Dampf erzeugt und dann wird es fixiert über Nacht oder keine Ahnung, wie lange das dauert. Das ist ein Riesenschrank, kostet einen Haufen Geld. Ja, also das habe ich bei ein oder zwei Handfärbern aus Amerika gesehen. Das war auch interessant. Ja, aber in der Regel macht man es natürlich auf dem Herd, so wie jeder daheim als Hobby auch. Ich möchte es aber nicht auf meinen Kochplatten machen. Ich möchte es natürlich irgendwann in meiner Garage machen und brauchte einfach dazu Kochplatten. So einzelne, da kann man ganz normale Campingkochplatten nehmen oder eben Induktionskochplatten. Dann brauche ich noch Gastronombehälter. Also ich habe einen, ich werde definitiv noch zwei kaufen. Ich fange erstmal an, im Kleinen an. Mal gucken, ob überhaupt meine Wolle haben wollte oder nicht. Ja. Ja, was brauche ich noch?
Zitronensäure, ja, quasi die ganzen Dinge halt, ja, ein Wäscheständer, einen großen, so einen Turmwäscheständer, wo man die ganze Wolle aufhängen muss. Irgendwann mal auch eine Wäscheschleuder nennt sich das, wie man es von früher, als ich noch in den 80ern, als ich ein Kind war, und meine Freundin, ja, wir haben einen Trockner, und dann habe ich das Ding gesehen und gesagt, was ist denn das? Das ist doch kein Trockner. Also da tut man natürlich die nasse Wäsche rein und die schleudert es recht stark und dann kommt die nicht trocken raus, sondern halt, gut ausgewringt. Also, und ich dachte, die kommt da jetzt trocken raus. Nee, also nicht. Aber für die Wolle ist es super, weil wirklich die ganze Feuchtigkeit rausgeschleudert wird und diese Wolle nicht so lange auf der Leine trocknen muss. Also, wenn ich das von Hand ausdrücke, da tropft es immer noch unten raus und braucht Tage und da hat man die Zeit nicht dazu. Aber ich denke auch, dass das eine Anschaffung ist, erst wenn ich merke, dass wirklich irgendjemand meine Wolle haben möchte. Ja? Wenn es keiner haben möchte, brauche ich das Ding nicht kaufen. So, dann haben wir Label bestellt, beziehungsweise mein Mann hat da mit einer Firma Kontakt aufgenommen, mit einer Druckerei. Ich habe leider mehrere Druckereien, die ich brauche. Also eine Druckerei für meine Wolllabel. Und eine Druckerei für Aufkleber und Pflegeanleitungen, also so ja, Postkartenformat und sowas. Die eine macht das nicht, die andere macht das nicht. Und da haben wir jetzt mal, beziehungsweise mein Mann hat 25 oder 50 Label bestellt. Ich muss jetzt grinsen. Ich kam nach Hause von der Arbeit. Mein Mann saß im Homeoffice und sagt: Du, ich hab Label bestellt. Ich hab das hingekriegt mit der Druckerei und so. Ich habe mit denen telefoniert, klappt alles super. Ich habe es jetzt bestellt, 50 Stück, weil die kosten genauso viel wie 25. Und ich so, ja, ey, super und so. Und dann sagt er so, ja, Papierstärke 80 Gramm. Und ich so, und dann sage ich so, 80 Gramm. Dann habe ich gesagt, du, das ist ja Druckerpapier. Und dann habe ich gesagt, das ist nichts. Das ist viel zu dünn. Und er sagt, ruf da an oder ich rufe da an und storniert es. Das geht nicht. Was soll ich mit Papier? Also, das reißt ja. Und er natürlich dann panisch hat angerufen und dann hat man versucht, diese Produktion zu stoppen. Und es hat uns auch, also es ist uns gelungen. Also sie haben es wieder stoppen können, beziehungsweise sie haben gar nicht angefangen. Und wir haben dann Papierstärke, ich glaube 200 Gramm bestellt. Ich habe keine Ahnung, auch ihr liebe Handwerker, wahrscheinlich denkt ihr jetzt, nee, dann 170 oder 300 Gramm. Keine Ahnung, 300 Gramm ist Tonkarton oder Fotokarton, das wird zu dick sein. Ich tippe mal auf 200 Gramm Papierstärke für diese Wolllabel hier, ja, also für diese Banderole im Endeffekt. Ich habe keine Ahnung, wie das Label mit den Bäumen rauskommt. Das ist ja ein ganz, ganz zartes Label. Ich bin gespannt, weil man kann es natürlich nur online anschauen. Deswegen haben wir jetzt mal 50 bestellt. Ich hätte auch 25 nehmen können. Aber wie gesagt, der Preis ist ähnlich. Natürlich, je mehr man bestellt, desto günstiger wird es und wird schon passen. Ansonsten, ja, da fällt mir immer was ein. Da bin ich gespannt. Das müsste jetzt entweder, ja, diese Woche wahrscheinlich nicht mehr, aber nächste Woche ankommen. Ja, und ansonsten muss ich gerade schauen. Ja, Garnhersteller, gell? Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich habe immer noch keinen Garnhersteller. Ich habe jetzt eine dritte Firma, hat sich aufgetan, aber die kannte ich schon vorher. Das ist das Yarn Undyed EU, auch eine englische Firma, in der man Färbewolle bestellen kann. Auch wunderschöne Qualitäten. Ich habe jetzt mal ein Handelskonto erstellt und jetzt muss ich mal schauen, ob ich irgendwo eine Preisliste herbekomme. Man sieht zwar auf der Homepage die ganzen Preise, aber ich hätte halt einfach gern eine Aufstellung, eine Auflistung von sämtlichen Wollen und Preisen dazu und dass man einfach ein bisschen mehr Übersicht hat. Und dann muss ich mich halt irgendwann entscheiden, aber ich schiebe es einfach vor mich hin. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Das ist ja bei den einen, bei Yarn Undyed bekommt man die Zollgebühren, die man bezahlt, wieder zurückerstattet. Bei dem einen zahlt man angeblich keine Zollgebühren, beim nächsten weiß ich nicht. Weil die Wollqualitäten, finde ich, doch recht ähnlich sind. Also ich kann mich nicht entscheiden. Also ich schiebe es gerade auch. Das ist jetzt gerade auch nicht so wichtig. Ja, also das Wichtigste ist, dass diese Dinge geschehen, wie diese IORI-Nummer, das Finanzamt, dass ich überhaupt erstmal bestellen kann. Und in der Zeit muss ich mich um andere Dinge kümmern. Und dann muss ich natürlich, wenn es ans Bestellen geht, mir überlegen, okay, wo bestellst du Wolle? Vielleicht auch bei verschiedenen Firmen, habe ich ja schon mal gesagt. Ja.
Jetzt gucke ich gerade, was habe ich noch? Ich glaube, sonst habe ich da nichts mehr. Ja, ich habe auf Instagram gepostet über die Verpackungsverordnung. Das habe ich aber auch schon beim letzten Mal, glaube ich, angesprochen, auf was man achten muss. Ja, da muss ich auch noch nach Verpackungen gucken, klar. Die muss ich natürlich bestellen und da muss ich mir nur überlegen, wie jetzt bei ihr mit den Papiertüten, ob ich das vielleicht mache. Ja, ich möchte halt natürlich so umweltfreundlich wie möglich versenden. Ja, aber ich werde übrigens, das wollte ich nur sagen, weil ein paar Zuschauer gesagt haben, ich werde trotzdem die Wolle in England bestellen. Ich habe mich gegen Zitron entschieden, ich habe mich gegen Schachenmeier entschieden. Es ist mir, nee, ich trage es nicht und ich deswegen möchte es nicht verkaufen. Also, nee, also es kann sein, natürlich ändere noch meine Meinung, aber momentan, ja, im Endeffekt soll man das verkaufen, was man selber tragen würde und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ja, ich hoffe, es hält euch nicht ab davon, mal eine Sockenwolle auszuprobieren. Also, zumal ich auch, habt ihr ja gesehen, auch Industriewolle verstricke. Mein Gott, ja, ist halt so. Ich werde meinen Fokus eh natürlich auf Sockenwolle legen und auf Tücherwolle, ganz klar. Und natürlich Fingerringstärke und im Herbst, Winter dann auf die K-Stärke. Ich muss noch schauen, ob mir die Zeit noch reicht, dass ich eventuell noch einen Seidengarn mit reinnehme, also Merino-Seide. Wenn ich natürlich erst im August oder im September den Job eröffnen kann, ja, wer weiß. Ist die Frage, ob sich das lohnt, da noch einen Seidengarn mit reinzunehmen. Ja, muss ich mal schauen. So, jetzt. Irgendwie ist dieser Podcast, es gibt nichts Neues großartig. Nö. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Und ich denke, das nächste Mal wird es auf alle Fälle neue Sachen zu zeigen geben. Vor allem den neuen Tuscher und ja. Und ich hoffe doch, also gut, ich will es nicht versprechen, dass der Sommer Ella fertig wird. Also ich will es wirklich nicht versprechen, weil ja, ich komme jetzt zum letzten Punkt. Wie gesagt, Jobentstehung habe ich jetzt schon gesagt. Da ist es gerade wirklich ein bisschen so Stillstand und einfach nicht so interessant, was sich jetzt noch großartig viel tut. Das wird jetzt erst so peu à peu und Schritt für Schritt, ja, wird sich noch was tun. Ja, irgendwie ist es gerade so unbefriedigend. Ja, also irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, ich bin aber ungeduldig. Keine Ahnung, aber ich denke mir mal, setz dich nicht unter Druck. Meine Güte, da stirbt keiner. Es muss nicht schnell, schnell gehen. Es ist okay so. Und ja, muss man Geduld haben. So, jetzt aber zum Gewinnspiel. Mein allererstes Gewinnspiel. Ich hoffe, ich mache nichts falsch. Und zwar möchte ich mich bei euch bedanken für die ganz, ganz vielen Abos und natürlich für die lieben Kommentare, ganz klar. Oder auch für die nicht lieben Kommentare, weil ich habe keinen einzigen bösen Kommentar bekommen. Natürlich auch Däumchen nach unten, aber ja gut, ist in Ordnung, ist kein Thema. Also wie gesagt, mittlerweile sind es 1500 Abos und ich bin überwältigt und deswegen möchte ich natürlich was zurückgeben. Ich habe gestern was gefärbt. Ja, gestern. Gestern war es gefärbt, die Wolle ist schon trocken. Ja, ich habe natürlich nur noch, ich muss es sagen, sonst hätte ich natürlich viel mehr verlost. Ich habe nur zwei Stränge zu verlosen, denn ich habe nur noch zwei Rohwollenstränge, also nur noch zwei ungefärbte Stränge zu Hause. Ja, deswegen ist es Zeit, dass die Ori-Nummer kommt, dass ich endlich wieder Rohwolle bekomme. Ich kann nicht färben, ich habe keine Wolle mehr. Aber ich habe meine letzten zwei weichen Tücherstränge genommen, habe sie gefärbt in einem Set und würde sie gern verlosen. Ich zeige es euch gleich. Ja, wie soll ich es jetzt sagen? Ich hatte, doch, ich hatte es so im Kopf. Naja, ich hatte es so ähnlich im Kopf. Ich hatte eigentlich gar nichts im Kopf, als ich das gefärbt habe. Ich habe mir ein Bild genommen, das werde ich aber jetzt nicht zeigen. Ich hatte so eine Inspiration von dem Vogel, den mal die Annike bei Perlanit gepostet hat. Ein wunderschöner Vogel mit Pink und Grau. Also, das habe ich noch nie gesehen und habe gedacht, oh ja, so ähnlich. Ne? Und ja, es ist halt so geworden, wie bei mir die Wolle eben wird, nämlich genau diese gedeckten Töne und dieses, ja, wie sagen die Amerikaner, dieses muted. Also ja, so färbe ich halt. Also irgendwie, ich krieg das so irgendwie, weiß ich nicht hin. Ja, ist so. Wenn sie euch gefallen, macht beim Gewinnspiel mit. Ganz einfach. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe gedacht, na ja.
Es klingelt auch das Telefon. Ja, ich habe gedacht, naja, ja, es ist, ja, ich weiß es nicht. Also ich bin nicht zufrieden. Ich sage es, wie es ist, aber ich bin sehr, sehr selten zufrieden. Weil ich irgendwie den Anspruch hatte, ich muss auch was ganz Schreiendes färben, aber das kriege ich nicht hin. Ich kann das irgendwie nicht so. Ich will das, also ich will es da irgendwie auch gar nicht so schreiend färben. Deswegen sind die Stränge so geworden, wie ich halt eben immer färbe, nämlich in diesen gedeckten Tönen. So, jetzt, wie gesagt, Gewinnspiel. Was gibt es zu gewinnen? Ein Set von einer Sockenwolle. Das Label ist noch nicht dran, das muss jetzt erst ne, nächste Woche kommen. Dann kommt natürlich auch ein Label drumherum. Und zwar ist das 100% Merino, also keine Sockenwolle, sondern 100% Merino Superwash, 400 Meter auf 100 Gramm. Ja, butterweich. Ich empfehle, ein Tuch draus zu machen. Ja, und was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Das Telefon geklingelt, hat mich durcheinander gebracht. Entschuldigung, ich hoffe, ihr hört es wirklich nicht. Aber naja, ich sitze hier im Schlafzimmer und eben da im Flur, Telefon. Wahrscheinlich meine Eltern, die anrufen. So, also es gibt diese zwei Stränge zu gewinnen. Also der eine Strang. Ja, jetzt, ich hoffe echt nicht, ihr hört es jetzt, wenn mein Mann jetzt meinen Eltern erzählt, dass ich im Schlafzimmer sitze. Also ihr seht, das meine ich mit muted, oder? Ihr seht's. Also weit entfernt von sowas hier. Gell? Aber das ist meine Art zu färben. Das ist das, was ich gemeint habe mit Konkurrenz. Ich kann nicht wie Rosie färben. Ich will es auch gar nicht. Also weil ich färbe, wie es aus mir rauskommt. Ja, ich habe gestern zu meinem Sohn gesagt, natürlich musst du in der Küche färben. Und dann habe ich gesagt, du pass mal auf. Jetzt möchte ich meine Ruhe haben. Du störst mich in meinem kreativen Prozess. Und genau, und das ist eben das, was dabei rauskommt. Also ich komme ein bisschen näher. Das ist ein Silbergrau mit pinken Speckles, auch mit schwarzen Speckles. Einmal. Und der zweite Strang ist, ja, sieht aus wie lila. Es ist kein Lila. Es ist ein Grau. Ich glaube, es heißt sogar, wie hieß es? Ja, es ist ein Grau. Es ist kein Lila. Ich weiß nicht, es wirkt jetzt so lila. Gell? Das ist in dem Licht so besser. So. Ja, sehr ähnlich, gerne sehr dunkle Farben. Ja, jetzt nicht so geeignet für Leute, die jetzt gerne im Frühling ein Tuch stricken wollen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt, auch wenn die so dunkel sind. Ich hatte erst überlegt, einen Strang komplett in Pink zu machen, aber das bin ich nicht. Ich bin das nicht. Ich bin das hier. Das bin ich. So ist es einfach. So färbe ich. Kann nicht anders. Gut, vielleicht entwickelt sich es noch. Gell? Also Handfärber entwickeln sich ja immer weiter, weil man immer neue Sachen ausprobiert, weil sich die Farbwünsche, Farbvorlieben ändern. Deswegen. Ja, also wie gesagt, kein Lila, eher ein Grau. Es ist nur dem Licht so lila. Es ist nicht lila. Ich hasse lila. Entschuldigung, ist so. So, also die zwei Stränge gibt es zu gewinnen. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Ja, gut. Ja, was müsst ihr tun, um teilzunehmen? Die Teilnahmebedingungen. Also, das muss man nicht alles sagen, das musste ich erst noch googeln. Also passt auf. Ich möchte einfach nur, damit ich eben einen Gewinner ermitteln kann, brauche ich natürlich ja einen Kommentar. Also ihr solltet einfach irgendwas Nettes kommentieren. Ich brauche auch kein Codewort oder so. Kommentiert mir einfach unter dem Video, wenn ihr mitmachen wollt. Und ich würde dann per Random Dingsbums Generator das nächste Mal auslosen. Ich habe mir gedacht, ich mache in 2 Wochen wieder einen Podcast und würde dann live wahrscheinlich auslosen und genau, ihr solltet noch einverstanden sein, dass ich dann den Namen hier im Video sage. Ganz wichtig, wenn nicht, dann kommentiert am besten gar nicht. Ja, ich glaube, für das Gewinnspiel muss man noch sagen, Entschuldigung, also der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel hat nichts mit YouTube zu tun. Teilnahme ab
18. Und wie gesagt, in 2 Wochen wäre dann die Auslosung von dem Video. Das war jetzt echt, also Leute, ja, also genau. Schaue ich noch mal kurz. Genau. Wichtig ist, dass ihr, wie gesagt, einverstanden seid. Dann würde ich das nächste Mal die Gewinnerin auslosen und die Gewinnerin mit Namen nennen. Dann würde ich, genau, wenn ich die Gewinnerin genannt habe, schaut bitte auf YouTube nach. Bräuchte ich dann die E-Mail-Adresse und die Adresse, also nee, ich bräuchte dann die Adresse. Und dann würde ich den Gewinn versenden. Ich packe euch natürlich nicht nur die 2 Wollen rein, sondern noch ein paar Kleinigkeiten. Süßes Tee oder so. Alles, was man so braucht, gell, zum Stricken, würde ich noch mit reinpacken. Einfach ein liebevolles Paket als Dankeschön. Ja. So, habe ich hoffentlich jetzt alles gesagt. Ja. Ich hoffe, das war jetzt soweit verständlich, dass ich in ihr merkt, ups, ihr merkt es natürlich, gell, da rutscht da so ein bisschen. Also irgendwie. Ich bin gespannt, meine erste Verlosung. Ich hoffe, ich habe alles soweit richtig gemacht. Ich hoffe, ich habe das verständlich gemacht. Wie gesagt, keine Bedingungen außer eben kommentieren, damit ich euch mit diesem random Dingsbums-Generator auslosen kann. Und ja, dann bin ich gespannt, wer gewinnt. Und dann freue ich mich drauf, das Päckchen zu packen. Das ist immer schön. Ich liebe es, Geschenke zu machen. So, also macht mit, wenn es euch gefällt, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich über mehrere Abos natürlich, klaro. Wenn ich sehe es, also es lohnt sich, dass ich hier sitze. Die Leute schauen das gerne an, dann macht man das natürlich erst recht gerne. Und ich freue mich drauf, dass ich alle 2 Wochen ein Video aufnehmen kann. Gebt mir ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ja. Schaut auf Instagram vorbei. Wie gesagt, der Tuschakal, ganz wichtig. Ich würde mich freuen oder wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Und da kommen auch noch einige Gewinne zusammen. Das wird sich lohnen, definitiv für euch. Und ja, herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und macht's euch gemütlich. Bis bald.